Ja, liebe Whisky-Freunde, herzlich willkommen heute zum dritten Advent. Dachte ich mir, ich streue heute wieder mal ein kleines Extra-Video ein. Und zwar ein Blind-Sample-Video. Müsste jetzt mittlerweile Nummer 4 oder 5 sein. Wenn ich es dann hochgeladen habe, gucke ich dann nochmal und sage es euch die Nummer. Ja, will ich gleich zum Anlass nehmen, auch dem Sven herzlichen Dank zu sagen. Er hat mich vor ein, zwei Wochen wieder mal mit einem kleinen Päckchen, das heißt klein, sondern sehr groß, mit ein paar Restflaschen und insbesondere auch zwei Blind Samples ausgestattet und beglückt. Vielen Dank dafür nochmal, Sven. Liebe Grüße. Auch für dich und deine Familie einen schönen dritten Advent heute. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Freut mich immer, weil er sagt immer, er will meinen Kanal ein bisschen unterstützen. Das ist, ja, ausgezeichnet. Ich freue mich da immer sehr, wenn da Leute ein bisschen Interesse haben und mich mal ein bisschen mit ein paar Restflaschen oder Blind Samples ausstatten. Ist wunderbar. Ja, ich hatte mich das letzte Mal auch schon ein bisschen revanchiert mit ein paar Samples, aber ja, das ist nur eine kleine Geste. Ich freue mich aber immer, wenn sich Leute melden und sagen, hier, willst du mal das oder das haben oder mal ein Blind Sample? Immer gerne. Und ich, da er mir zwei geschickt hat, fange ich heute natürlich, wie es glaube ich auch hier so schön draufsteht, Blind Sample Nummer 1, fange ich mit Nummer 1 an. Umschlag habt ihr hier, unversehrt. Er hat das jetzt mir vorher gesagt, ich soll hier nicht reinschauen. Also es ist natürlich kein Tormoor, sondern er hat nur in die Tube die dann passende Flasche, die ich hoffe halbwegs richtig einzuordnen, dann reingesteckt und ja, so ist das diesmal aufgebaut und ja, ich hoffe, ihr habt Interesse, bleibt dran, bis gleich nach dem Intro. Ja, hallo zurück und herzlich willkommen auf meinem Kanal Schorns Whisky-Ecke nochmal. Heute am dritten Advent dachte ich mir, ich streue mal wieder ein kleines Extra-Video ein. Und da soll das Blind Sample Nummer 1 vom Sven heute mal Gegenstand sein. Und ja, ohne Umschweife will ich das gleich mal hier aufmachen. Ihr seht, die Farbe kann man mutmaßen oder auch nicht, dass vielleicht ein bisschen Sherry mit im Spiel sein könnte. Aber das kann auch sehr täuschen. Es gibt auch bourbonfassgereifte Whiskys oder rein bourbonfassgereifte Whiskys, die auch so aussehen farblich. Wollen wir mal gucken, was der Whisky so sagt. Vielleicht noch eine Minute stehen lassen. Wasser habe ich heute mal nicht dabei. Ich hoffe, es ist kein allzu starker Whisky, dass er mich herausfordert mit einer Fassstärke, schauen wir mal. Aber auch das soll ja besser sein, um quasi die Alkoholstärke rauszufinden. Ja, ich habe ja wie immer hier den Zettel mit den fünf Kategorien Land, Alter, Alkohol, Reifung und Destille. Ja, ich glaube die letzten zwei, drei Mal, einmal lag ich völlig daneben mit dem Glenlivet vom Udo. Ansonsten habe ich zumindest immer so ein, zwei, glaube auch mal zweieinhalb Pünktchen ergattern können. Aber ich glaube, es ist ja mehr Spaß an der Freude und am Genuss. Und dann glaube ich, jetzt hat er ein bisschen Luft bekommen. Und dann schauen wir mal, was wir rauskriegen oder was wir nicht rauskriegen. Puh. Also ich habe hier einen, glaube ich, zu riechen, einen rauchigen Whisky. Der aber nicht den typischen Eila-Rauch aufweist, sondern zwar schon ein bisschen was Maritimes. Mehr Luft, aber mehr als Highland Park an Rauch.
weniger als zum Beispiel Letschig. Vielleicht noch vergleichbar mit einem Talisker Rauch. Also ein Islay Whisky würde ich jetzt nicht vermuten. Wobei, da kann man sich auch täuschen. Es gibt ja auch Kalila Buna Heaven, aber das ist irgendwie ein bisschen was anderes. Man hat schöne Malz- und Getreidenoten. Geht schon fast so ein bisschen ins Brotige. Aber auch durchaus ein paar ansatzweise rötliche Früchte. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Mischung ist aus Bourbon und Sherryfass, aber keine Ahnung. Der erinnert mich. Naja, mal gucken. Ich habe eine ganz leise Vermutung, aber ich will sie jetzt mal noch nicht aussprechen. Ich muss erst mal kosten. Nicht, dass ich wieder völlig daneben liege. Also was wir auf jeden Fall, denke ich, haben, ist hier ein Single Malt. Also Grain. Also rieche ich zumindest nicht. Aber gut, auch da kann man sich täuschen. Dann, ich koste mal. Kräftig. Uiui. Kräftig. Rauch ist da. Tja, vom Alter. Also auf der Zunge würde ich mich jetzt bestätigt fühlen mit sowohl Bourbon als auch Sherry-Fassreifung, so eine Mischung aus beiden, ist recht kräftig. Tja, was hätte ich jetzt gedacht? Also ich hatte ein bisschen an Campbelltown gedacht, aber ist fast wieder dafür ein bisschen zu stark. Das ist so ein bisschen wie so rauchige Glen Scotia oder... Also Springbank hatte ich noch gar nicht, muss ich sagen. Da könnte ich jetzt nicht mitreden. Ich hatte ganz am Anfang meiner Videos mal einen Kilcarron, 12 Jahre. So ein bisschen brotig wirkt er, aber er ist, glaube ich, der hatte 46 Volumenprozent, aber der kommt mir ja stärker vor. Aber man kann sich auch da täuschen. Also ich würde auf jeden Fall mal Schottland hinschreiben. So viel würde ich schon mal mir zutrauen. Also Reifung würde ich auch bei Bourbon und Sherry bleiben. Alter. Also wenn ich jetzt raten müsste. Ja, kommt mir jetzt noch nicht so alt vor, aber es kann mich auch täuschen. Ich lag da auch schon ein paar Mal daneben. Wenn zum Beispiel Fassstarke so noch ein bisschen Alkoholbitzeln haben, da denkt man immer, er ist jünger, aber es muss dann auch nicht sein. Aber ich denke mir, da ist keine, also nicht älter als 12, weil ich denke, der hat schon ganz schön Bums. Also ich sage jetzt mal, ich gebe mir mal 1-2 Volumenprozente Toleranz. Ich sage jetzt einfach mal, wobei ich dann nicht so richtig weiß, was es sein soll, aber ich vermute so zwischen 50 oder 51 Prozent würde ich vermuten, 46. Dafür kommt er mir ein bisschen zu stark vor. Jetzt habe ich es in der falschen Spalte geschrieben. Alter
Weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal, also ich vermute ja eine Destille, aber da gibt es, glaube ich, ich würde jetzt irgendwas zwischen 8 und 12 sagen. Aber ich sage jetzt mal, ja, ich kann auch falsch liegen, ich sage jetzt mal 12 Jahre. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber also von der Destille weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich schwanke eigentlich zwischen, ja, was ist Springbank, machen die Bourbon und Sherry fast gereifte gemischt? Bin ich im Moment überfragt? Ich glaube ja. Also, aber vom Geschmack her, dieses brotige, malzige, erinnert mich wirklich an Kilcarran. Oder ist es, weil ich hatte, in Springbank hatte ich erst einen 18-jährigen unpeated. Da weiß ich jetzt nicht, wie die sind ja leicht rauchig, Springbank. So sehr stark rauchig ist er auch nicht. Also entweder ich würde jetzt sagen Springbank oder es ist ein Kilcarran. Obwohl ich Springbank kann ich nicht einordnen. Bei Kilcarran weiß ich, das hat so leicht brotigen Touch, bisschen malzig, bisschen fruchtig so. Ich entscheide jetzt mich mal für Kilcarran. Aber wahrscheinlich ist das auch wieder völlig falsch. Weil er erinnert mich an den 12-Jährigen, den ich mal hatte. Das war irgendwie was leicht Brotiges. Also ich habe hier Schottland 12 Jahre, 50 oder 51 Volumenprozente, wobei dann kann es der 12-jährige Kilcarran nicht sein. Bourbon Sherry Fassreifung und Destille Kilcarran. Aber wie immer wäre ich völlig falsch liegen. Ich nehme noch mal ein Stück, vielleicht bringt mich das noch zu anderer Erfahrung. Lecker, aber ich befürchte, die Alkoholstärke reicht 50, 51. Aber naja, dann gucken wir jetzt mal nach. Nicht lange schwafeln, schauen wir mal, was der liebe Sven hier eingepackt hat. Wahrscheinlich bin ich wieder völlig daneben. Bin ja sogar mal, oh, aber da bin ich wirklich weit daneben. Aber ich habe zumindest die Destille richtig. Kilcarran 8 Jahre Sherry Cask. Oh, da bin ich ja wirklich angenehm überrascht, dass ich das wenigstens rausgefunden habe. Aber das heißt, also 8 Jahre, da bin ich falsch. Da gibt es kein, also Schottland ist richtig. 12 Jahre ist falsch. Alkohol bin ich auch weit daneben. 57,5 hätte ich gar nicht gedacht. Also da dachte ich, der Alkohol ist nicht so viel, aber gut, das spricht ja dafür, dass er gut eingebunden ist. Also auch kein Punkt. Bourbon Sherry Fass. Jetzt muss ich mal gucken. Sind nur Sherryfässer. Also da gibt es nur einen halben Punkt. Und Kilcarran gibt es einen Punkt. Also habe ich eins. 2,5 Punkte. Naja, das ist okay. 2,5 Punkte, also für die Destille ein Punkt für Schottland und für ja, sowohl Bourbon als auch Sherryfass, da es jetzt nur Sherryfass ist, gibt es einen halben, 2,5. Ja, bin ich ganz zufrieden diesmal. Vielen Dank, Sven, für diesen leckeren. Jetzt wollen wir noch mal hier reingucken. Ob man da auch. Hatte ich noch gar nicht, muss ich sagen. Kilcarran, 8 Jahre, die sind ja auch recht. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Also der 12er, ganz normale, der kostet jetzt immer noch so bis 50 bis 60 Euro. Aber der hier, Cask Strength, ich glaube, der liegt bei, müsste ich jetzt raten, ich habe den schon mal gesehen, aber irgendwas zwischen 80 und 100 würde ich schätzen. War nicht ganz preiswert. Beim Alkohol habe ich mich da aber wirklich sehr vertan. Aber wie gesagt, spricht ja für den Whisky. Und gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank nochmal an den Sven. Euch wünsche ich allen einen schönen dritten Advent. Wir sehen uns wie immer am Dienstag. Und bis dahin, euer Schorn.